Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute habe ich wieder eine Neuheiten-Review für euch. Also ich habe richtig coole neue Produkte getestet und ich finde auch, es ist eine super coole Mischung, weil es günstige Drogerieprodukte sind, es sind auch ein paar höherpreisige Produkte dabei und ich freue mich sehr, euch jetzt alles zu zeigen. Außerdem habt ihr im vergangenen Video erfahren, dass ich momentan an meiner Masterarbeit schreibe und diesbezüglich sind so super viele Fragen aufgekommen. Also ihr habt gefragt, was ich überhaupt studiere, was das Thema meiner Masterarbeit ist. Einige von euch werden ja bereits wissen, was ich studiere durch Instagram, aber ich habe mir gedacht, ich werde euch einfach mal das Thema meiner Masterarbeit nennen und dann könnt ihr jetzt mal in den Kommentaren mitraten, was ihr denkt, was ich studiere. Diejenigen, die es wissen, können es auch einfach in die Kommentare schreiben. Ich werde es auch nochmal auflösen natürlich. Und das Thema meiner Masterarbeit sind elterliche Depressionen und inwieweit diese sich auf die sozialen Beziehungen ihrer Kinder auswirken. So, jetzt könnt ihr loslegen. Ich bin gespannt und dann würde ich sagen, starten wir auch mal direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich würde sagen, wir starten mit einer Neuheit von Labello. Die habe ich euch auch in den DM-Neuheiten gezeigt. Und zwar ist das ein Lipgloss, der pflegen und glossig machen soll. Also er ist vegan, er besteht aus Ölen, zu 100% natürlichen Ursprungs sind die Inhaltsstoffe und er soll auch nicht kleben. Also ich habe hier die Roséfarbe ausgewählt, den gibt es auch nochmal in transparent. Den Duft finde ich eigentlich ganz angenehm, riecht ein bisschen blumig, ein bisschen nach Bonbon, also auch ein bisschen süßlich dementsprechend. Und die Pflegewirkung, würde ich sagen, ist jetzt nicht so stark. Ich finde aber den Gloss-Effekt wirklich cool. Also es ist ein schöner Gloss, es ist eine ziemlich starke Farbe tatsächlich für einen Gloss. Ich finde die Farbe auf den Lippen ist auch noch mal viel heller als so in der Flasche oder als man vermuten könnte zumindest. Klebt auch wirklich nicht. Also steht ja hier auch explizit drauf, dass es nicht kleben soll, aber es ist auch tatsächlich so. Das muss ja nicht immer stimmen. Ich finde dementsprechend ist er einfach nicht so schwer auf den Lippen und angenehm zu tragen. Ich glaube, ich würde mir hier noch eine andere Farbe wünschen und einfach eine etwas stärkere Pflegewirkung, aber ansonsten eigentlich ein ganz schönes Produkt. Weiter mache ich dann mit einem Concealer aus dem neuen Trend It Up Sortiment. Ich glaube, das Sortiments-Update habe ich euch in den DM-Neuheiten im November gezeigt. Ich habe hier die Farbe 020 ausgewählt, die ich für mich zu hell finde. Also klar, man kann damit gut highlighten oder gut bestimmte Partien nochmal betonen, wenn man das möchte. Aber insgesamt, um abzudecken oder so, finde ich, ist das eine zu helle Farbe für mich. Ich habe bewusst nicht die hellste Nuance genommen, weil ich eigentlich nicht der allerhellste Typ bin. Ich würde mich immer so als zweithellsten Typ einstufen. Aber auch die zweithellste Nuance ist für mich noch zu hell gewesen. Vielleicht wird es einige von euch freuen, weil es wünschen sich ja immer ganz viele wirklich helle Nuancen. Der Concealer an sich ist wirklich schön feuchtigkeitsspendend, wie ich finde. Also er ist ein bisschen cremiger, nicht ganz so mattierend, nicht super deckend. Also wirklich auf Unreinheiten kann man den nicht auftragen. Bei sehr dunklen Augenschatten wüsste ich jetzt auch nicht, ob das wirklich so kaschiert. Also wird den ganzen Look etwas frischer machen, aber ist jetzt für meine Hautbedürfnisse nicht unbedingt etwas. Wahrscheinlich eher für trockene Haut. Des Weiteren habe ich mir dann noch einen neuen Booster von Beautymates bestellt. Beautymates habe ich euch ja auch jetzt schon öfter mal empfohlen, denn das ist eine individualisierbare Hautpflegemarke und die haben vor kurzem eben das Sortiment mit ein paar neuen Boostern aufgestockt. Ich hatte mir ja auch schon den Anti-Pickel-Booster bestellt und das Konzept, was dahinter steckt, ist eben, dass ihr diese Booster mit eurer Hautpflege mischen könnt, um eure Hautpflege wirklich an eure Hautbedürfnisse perfekt anzupassen. Moment, ich habe hier nämlich auch die Tagescreme von Beautymates und die habe ich euch auch schon richtig oft empfohlen, weil das ist wirklich meine absolute Lieblingstagespflege momentan. Also die benutze ich immer, vor allem auch vor dem Make-up, denn ich finde, das ist die perfekte Grundlage dafür. Also es ist eine Hyaluroncreme, die ist jetzt für trockene Haut, für normale Haut, gibt es aber auch für trockene Haut. Die zieht eben super schnell in die Haut ein, macht die Haut trotzdem frisch und versorgt sie mit Feuchtigkeit. Und gerade bei meiner Mischhaut muss man da immer so ein bisschen gucken, weil man möchte eben nicht glänzen, man möchte aber die Haut natürlich trotzdem mit Feuchtigkeit versorgen und musste ja auch mit Feuchtigkeit versorgen. Ich hatte übrigens ja jetzt die ganze Zeit einen 20% Rabattcode, den wollte ich euch auch eigentlich wieder einblenden, aber kurz vor diesem Video wurde ich nochmal informiert, dass sie mir einen 30% Rabattcode zur Verfügung stellen könnten aufgrund der Weihnachtszeit jetzt. Mega, oder? Ich blende ihn euch noch gleich nochmal ein, denn die Produkte sind natürlich etwas höherpreisiger schon, aber hier bezahlt man auch wirklich für qualitativ hochwertige Pflege. Also die Produkte sind beispielsweise alle parfümfrei, was mir ja immer sehr wichtig ist in Hautpflege oder an Hautpflege. Und zusätzlich sind sie eben auch noch tierversuchsfrei und vegan. Ich mache das übrigens immer so, dass ich den Booster mit dieser Creme hier mische. Ihr könnt aber die Booster auch mit eurer eigenen Tagespflege mischen. Ich trage die Creme immer so ein bisschen auf meinem Handrücken auf und dann gebe ich 1 bis 3 Tropfen von dem Booster dazu, mische das. Also das ist jetzt wie gesagt der Porenminimierer Booster, der soll eben vergrößerte Poren
Poren so ein bisschen mildern, kleiner machen, verfeinern, dass das ganze Hautbild so ebenmäßiger aussieht. Es gibt da aber wirklich die unterschiedlichsten Varianten. Also es gibt Glow Booster, es gibt eben Anti-Pickel Booster. Das Ganze kann man natürlich als Set bestellen, man kann die aber auch selbstverständlich einzeln bestellen und ihr könnt auch einfach mal gucken, es gibt auch so einen Set-Konfigurator. Ich packe euch alle Links mal in die Infobox, auch den Rabattcode natürlich und dann könnt ihr da selber mal gucken, wenn es euch interessiert. Oh ja, damit komme ich zu weiteren richtig coolen Neuheiten. Ich habe mich so gefreut, als ich dieses Set hier bei Mermaid & Me gesehen habe. Die haben nämlich eine neue LE rausgebracht. Und jetzt haltet euch fest, sie enthält Mandelöl und Kakaobutter und duftet auch danach. Also das ist jetzt wirklich mit Abstand die schönste Reihe vom Duft her, wie ich finde. Ich bin ja auch ein großer Fan der Avocado-Reihe, aber die riecht eben so ein bisschen frischer, fruchtiger noch und die hier riecht wirklich süßlich warm. Also am Anfang ähneln die sich tatsächlich vom Duft her, aber dieser Duft wird dann einfach noch ein bisschen wärmer, ein bisschen cremiger. Und ich habe mich echt riesig gefreut, dass ich diese Reihe noch ergattern konnte, weil die stark limitiert ist. Aber wenn ihr Glück habt, ist sie ja auch gerade noch erhältlich. Ich packe euch mal den Link in die Infobox. Ihr wisst ja, ich benutze für meine Haarpflege wirklich nur noch die Produkte von Mermaid & Me. Also es ist kein Spaß. Ein einziges Produkt benutze ich sozusagen noch zusätzlich. Das hatte ich euch auch auf Instagram erzählt. Und zwar ist das diese Anti-Spliss-Milch von Elvital. Aber sonst wirklich nur die. Ich würde mir auch noch so eine Leave-In-Kur oder so von Mermaid & Me mal wünschen. Also das Set besteht jetzt aus Shampoo, Conditioner und dieser Haarkur. Eigentlich ist Mermaid & Me ja dafür bekannt, dass die so Masken rausbringen, die man sich auf der Kopfhaut einarbeitet. Diese Maske hier ist für nasse Haare geeignet, also die gebt ihr euch wirklich in die Längen und Spitzen, weil die sehr, sehr reichhaltig ist und wirklich sehr stark pflegt. Also ihr müsst auch immer aufpassen bei den Mermaid & Me Produkten, dass ihr die wirklich gut auswascht. Ganz, ganz wichtiger Tipp, denn alle Produkte sind wirklich sehr reichhaltig. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich ein bisschen gebraucht habe, um mit Mermaid & Me warm zu werden, aber mittlerweile sind es wirklich meine liebsten Produkte. Tierversuchsfrei, vegan, bestehen auch häufig aus natürlichen Inhaltsstoffen und ich glaube, mittlerweile haben die auch versucht, immer die Verpackung aus recyceltem Plastik herzustellen. Ich frage sehr gerne nochmal für euch nach, ob ich nochmal einen Rabattcode bekomme. Wenn ich einen bekommen habe, dann packe ich ihn euch hier auch nochmal hin. Hier habe ich dann noch eine Gesichtspalette von Luvia. Ich glaube, Luvia gibt es bei Rossmann zu kaufen und eventuell auch bei Müller, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Und auch Luvia ist eine vegane Marke, eine tierversuchsfreie Marke und die haben auch immer ziemlich schöne Produkte. Also die Pinsel sind genial. Und jetzt habe ich eben auch hier diese Gesichtspalette mal getestet. Die habe ich euch auch schon auf Instagram gezeigt. Und ich finde die auch sehr, sehr schön. Die enthält schöne Farben. Also das ist jetzt die Variante für helle Hauttypen sozusagen. Gibt es auch für mittlere Hauttypen, Hauttöne und ich glaube auch für dunklere. Hier ist eben so ein Bronzerton, dann ein Konturton, ein Highlighterton und ein Blushton drin. Der Bronzerton war mir am Anfang etwas zu hell, wie ich dachte, aber ich finde, er macht ein sehr natürliches Ergebnis. Der Konturton ist wirklich sehr stark pigmentiert, da müsst ihr aufpassen. Den Highlighterton finde ich auch richtig schön. Beim ersten Auftragen dachte ich so, der kommt nicht so zur Geltung, aber spätestens, wenn man ihn zweimal schichtet, denkt man so, wow. Den Blushton habe ich ehrlicherweise noch nicht getestet, weil ich ja gar nicht so viel Blush benutze. Aber bisher eine schöne Palette. Also der Bronzerton ist mir vielleicht wirklich etwas zu schwach pigmentiert, der Konturton etwas zu stark. Aber ich finde, man kann damit sehr gut arbeiten. Man kann alles gut verblenden. Man kann je nachdem, wenn man eben etwas mehr von dem Ton braucht, auch gut schichten. Ja. Leute, worauf ihr alle gewartet habt, ist, dass ich endlich diese Spekulatiuscreme von DM Bio probiere. Auch die hatte ich euch in den DM-Neuheiten im November gezeigt, denn die ist jetzt neu in den DM eingezogen. Und ich finde, die hört sich einfach mega lecker an. Ich habe sie heute mal getestet. Sie riecht wirklich eigentlich 1:1 wie Spekulatius und schmeckt auch so. Also ich finde, es ist wirklich eine sehr würzige Paste. Man nimmt natürlich auch diesen süßen Keksgeschmack wahr, aber auch dieses stark würzige eben. Es ist mir an manchen Stellen fast ein bisschen zu würzig gewesen. Also kann man auf jeden Fall machen, vor allem wenn man Spekulatius mag, dann wird man diese Creme sicher auch mögen. Die ist auch nicht crunchig oder so, also es ist ganz, ganz fein und cremig eben. Auch dieses Produkt wollte ich euch nicht vorenthalten, den habe ich als PR-Sample erhalten und zwar ist das von Juniper Lane ein Duft, ein Parfüm für den Herbst und Winter jetzt. Das merkt man nämlich auch an den Duftnoten, die da drin stecken. Also es sind wirklich sehr warme Noten, Vanille ist drin, Sandelholz ist drin, aber es ist auch so ein orangiger Duft mit drin und ich finde dieser Duft ist einfach so angenehm. Also ich trage das so gerne, weil
Man riecht natürlich die Vanille raus, also es ist ein süßer Duft. Es ist aber, wie gesagt, auch ein sehr warmer Duft. Auch ein sehr würziger Duft, an manchen Stellen etwas maskulin, wenn man das so sagen kann. Also auch dieser Orangenduft kommt gut durch. Ist auch sehr, sehr langanhaltend. Also ich trage den morgens auf und nehme den auch abends noch warm. Man muss aber zwischen Parfümen auch immer mal wechseln, ne? Das wisst ihr ja wahrscheinlich. Denn irgendwann kann man einen Duft tatsächlich nicht mehr riechen, wenn man den jeden Tag drauf hat. Also wenn ihr süße, warme Düfte mögt, dann solltet ihr euch den mal anschauen. So, und dann habe ich hier noch die neue Hydrogel-Augenmaske von Balea getestet. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich gar nicht so der Augenmaskentyp, denn ich würde sagen, das ist mal ein Hautproblem, was meine Haut ausnahmsweise nicht unbedingt hat. Toi, toi, toi. Also ich habe öfter mit Unreinheiten zu kämpfen oder mit Mischhaut eben. Aber so wirklich geschwollene Augen oder Augenringe und dunkle Augenschatten habe ich eigentlich nicht. Eigentlich. Dennoch teste ich mich immer ganz gerne durch diese Hydrogel-Augenpads und so durch, weil ich finde, das macht erstens Spaß, das aufzutragen. Und zweitens gibt es doch da schon deutliche Unterschiede. Das ist ja jetzt hier die Augenmaske aus der Glow-Reihe. Die enthält auch Koffein und Hyaluron. Sieht zum einen einfach schön verpackt aus, hat mir zum anderen aber auch wirklich zugesagt. Also da war ich jetzt sehr erstaunt, denn ich finde, die ist für Balea-Verhältnisse überdurchschnittlich gut gewesen. Also die Passform war sehr schön. Man darf natürlich nicht viel daran rumwackeln. Also ich fand, die Augenpartie sah danach wirklich einfach ein bisschen frischer aus. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, ob die wirklich auch was gegen sehr geschwollene Augen tut oder auch gegen dunkle Schatten. Aber alles in allem ist das wirklich ein gelungenes Produkt, wie ich finde. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.